Ich würde euch gerne zum Einstieg eine Geschichte erzählen. Das liegt ungefähr 30 Jahre zurück. Ein junger Mann steht im Wald, mitten in einer großen forstwirtschaftlichen Anlage und sagt zu seinem Vater, mit dem er gemeinsam in der Forstwirtschaft arbeitet: Hier riecht es nach Brezeln. Der Vater dreht sich um, guckt ihn an und sagt zu ihm: Du weißt schon, dass wir uns hier mitten im Wald befinden, dass weit und breit gute 5 bis 6 Kilometer keine Ortschaft ist. Der junge Mann sagt: Hier riecht es nach Brezeln. Circa 10 Minuten später fahren die beide in einen anderen Forstbestand. Und dazu müssen sie eine Straße überqueren, eine Hauptstraße. Und während sie dahin fahren, immer näher kommen, sagt der junge Mann zu seinem Vater: Schau mal da drüben auf dem Parkplatz. Da steht ein Bäckereiwagen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Thienbacher. Ich komme aus Karlsruhe, bin Personal Trainer und Ernährungsberater seit knapp 30 Jahren. Und der junge Mann, um den da geht, das war ich. Und dieses sensationelle Erlebnis, das war mein Einstieg in die Ernährungsberatung. Beziehungsweise da wurde mir klar, wie interessant eigentlich dieses Thema Ernährungsberatung ist. Warum? Ich hatte zu der Zeit eine Wettkampfvorbereitung am Laufen. Ich hatte mich das erste Mal auf einen Fitnesswettkampf vorbereitet und zu dieser Vorbereitung gehört natürlich dazu, dass man keine gesüßten Getränke mehr zuführt, dass man den Kaffee schwarz trinkt, dass man naturale Sachen isst, Fisch, Hähnchenfleisch, alles in Natur wie möglich, dann Vollkornnudeln, Vollkornreis, Eier, Gemüse ohne Ende, Salat ohne Ende, also alles so weit wie möglich konservierungsstoffe frei und Geschmacksstoffe frei, also nichts Abgepacktes, gar nichts mehr, sondern rein naturale Kost. Und es war sensationell, wie sich meine Geschmacksnerven und meine Geruchsnerven angepasst haben. Die haben sich sensibilisiert. Und das war nur ein Anteil dessen, was ich zu diesem Zeitpunkt verspürt habe, denn es kam dazu, dass die körperliche und die geistige Leistungsfähigkeit extrem gestiegen ist. Und das war für mich einfach dieser Schlüsselmoment, wo ich mir gesagt habe: Okay, dieses Thema ist verdammt interessant und das liegt jetzt schon knapp 30 Jahre zurück. Heute bin ich hier, um Ihnen ein wenig was zum Thema gesunde Ernährung im Alltag zu referieren, Ihnen zu erklären, wie man das am besten gestaltet. Und da habe ich im Vorfeld erstmal ein paar Fakten. Ein paar Fakten und da fangen wir an mit der Zahl 4. So, das ist die Zahl 4. Die kommt unmittelbar nach der 3 und ist vor der 5. Die 4. Alle Deutschen, wir Deutschen, befinden uns zwischenzeitlich weltweit auf Rang 4 der übergewichtigen Menschen. Obwohl es in Deutschland eine sehr, sehr hohe Dichte an Fitnessstudios gibt, trotzdem rangieren wir auf Nummer 4. Die nächste Zahl. 55. Die Zahl 55. 55% aller Deutschen sind übergewichtig. Also über die Hälfte der Bevölkerung weist ein Übergewicht auf. Obwohl wir in Deutschland alle Möglichkeiten haben, uns gesund zu ernähren und natürlich auch entsprechend uns zu bewegen. 55%. Kommt die nächste Zahl, wieder eine schöne Zahl. Und zwar dieses Mal die 5, nur die 5. Da kommt jetzt hinten dran das Prozentzeichen. Die Steigerungsrate der Diabetiker in Deutschland beträgt jährlich 5%.
ist natürlich eine sehr, sehr hohe Steigerungsrate. Ist natürlich, wenn man es genau anguckt, wirtschaftlich sicherlich interessant, weil nur mit kranken Menschen lässt sich auf Dauer auch viel Geld verdienen. Jetzt kommen wir zur nächsten Zahl. Jetzt wird es sehr interessant, sehr, sehr interessant. Das ist eine Formel, die kommt von mir. Ich bin gespannt, ob jemand dabei ist, der sie erratet, der weiß, um was es geht. Fleißige Zuhörer meines YouTube-Kanales, den ich betreibe, könnten vielleicht schon ahnen oder wissen es schon. Und dann machen wir unten ein kleines VS. Und dann hinten machen wir die schöne Zahl 3. Was möchte ich mit diesem Zahlenvergleich sagen? 21 VS3. Wer von Ihnen kommt drauf? Wer von euch kommt drauf? Keiner? Dann kläre ich das Ganze sehr gerne auf. Wir haben in der Woche 7 Tage. Wenn wir uns gut strukturieren, haben wir pro Tag 3 Mahlzeiten. 7 mal 3 sind 21. Wir haben also 21 Mal in der Woche die Möglichkeit, in unsere gesunde Zukunft zu investieren, indem wir uns gesunde Kost zuführen. So weit wie möglich art- und bedarfsgerecht. Was bedeutet die 3? Die 3 bedeutet, dass wir in der Woche, in der Regel der Durchschnittsbürger, der einen Job hat, der eine Familie hat, der hat in der Regel 3-mal maximal 60 Minuten pro Woche Zeit, sich intensiv mit Bewegung, mit Sport zu beschäftigen. Und mit 3-mal 60 Minuten bin ich schon großzügig, sehr großzügig. Ich denke, da bin ich schon ganz oben angelangt. Was will ich damit sagen? Dazu komme ich jetzt. Und zwar, jetzt wird es kurz vor der Mittagszeit sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. So, was haben wir denn hier? Die Pizza. Die Pizza. So, und die Pizza, die machen wir schön hier. So, eine schöne Pizza. Was gibt es gegen Pizza zu sagen? Nichts gibt es gegen Pizza zu sagen. Eine Pizza schmeckt verdammt lecker. Deswegen wird sie natürlich auch sehr, sehr oft gegessen. Deswegen wird sie auch sehr, sehr oft verkauft als Fertigkost. Aus der Tiefkühltruhe für 99 Cent bis 2,39 Euro. Was ist denn an der Pizza so schlimm? Eine Pizza, je nachdem wie groß, welchen Belag, kann bis zu 1200 Kalorien bringen, energetisch. Das heißt, sie liefert 1200 Kalorien. Jetzt Achtung. Wir kommen nochmal zu den 21 VS3. Wenn Sie in der Woche die Zeit haben, sich 3-mal intensiv zu bewegen, dann schaffen Sie pro Trainingseinheit oder schafft Ihr pro Trainingseinheit circa im Durchschnitt Männlein, Weiblein, Groß, Klein, Vorahnung vom Sport, Intensität circa 400 Kalorien. Das ist ein guter Mittelwert. 3 mal 400 sind 1200 Kalorien. Eine Pizza bringt im Durchschnitt 1200 Kalorien. Das bedeutet, genau, energetisch gesehen, wenn ich eine Pizza in der Woche esse, dann habe ich energetisch gesehen mein Training, was die Energieverwertung anbetrifft, aufgehoben. Ich habe nichts gewonnen, außer dass ich ein bisschen was für meine Bewegung, für ein Herz natürlich und für eine Muskulatur getan habe. So, immerhin, aber energetisch gesehen passiert nichts. Gehen wir mal weiter. Null, die Zahl 0, da machen wir noch ein Komma hin und dann die 0,5. Und dann machen wir hinten dran noch ein L. Das sind 0,5 Liter. Was möchte ich damit sagen? Viele von Ihnen kennen das. Das leckere Bier. 0,5 Liter Bier. Oder natürlich auch
Ich mache nochmal so hier, Schrägstrich. Ein Viertel Liter Wein. Für 0,5 oder ein Viertel Liter Wein muss man circa 30, 35 bis zu 40 Minuten sich intensiv bewegen, um dieses Getränk in Form von Bier oder Wein wieder loszubekommen, energetisch. Wie schnell ist ein Bier getrunken? Wie schnell ist ein Viertel Wein getrunken? Das geht ruckzuck. Aber wie lange muss ich mich bewegen? Was möchte ich Ihnen damit sagen? Ich glaube, Sie kommen schon drauf. Wir machen weiter. Nicht jeder trinkt gerne Bier oder Wein. Es gibt auch Menschen, die essen gerne Folgendes. Sie essen gerne keine Zwiebelringe, sondern Kekse. Kekse. Sie essen gerne Kekse. So, da habe ich einen ganz bestimmten Keks im Auge. Das ist der Keks von der Firma, ich glaube, De Beugler, die Prinzenrolle. Und die Prinzenrolle, jetzt passen Sie sich gut auf, das ist ein schöner Keks. Oben ein Deck und in der Mitte Schokolade und auch nochmal der Keks. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und für einen Keks, einen diesen Keks, müsste 15 bis 20 Minuten sich intensiv bewegen. Ja, das ist uns manchmal überhaupt nicht bewusst, was wir alles tun müssen, um es loszubekommen, wie einfach es ist, Energie zuzuführen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, für mich heute das Wichtigste überhaupt. Das ist das, was für mich in Zukunft den höchsten Stellenwert einnimmt, wenn es um Gesundheit geht. Den höchsten Stellenwert, wenn es um Gesundheit geht. Passen Sie auf. So, ein K. Man gebe mir ein Ü. Man gebe mir ein C. Man gebe mir ein H. Und man gebe mir ein E. Die Küche. Die Küche sollte immer unser Freund werden und bleiben. Wer fitter werden möchte, wer Gewicht reduzieren möchte, wer leistungsfähiger sein möchte, der sollte die Küche zu seinem Freund machen, zu seinem besten Freund. Denn hier im Bereich der Küche ist das größte Potenzial, was wir haben, das allergrößte Potenzial, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Fitness geht, wenn es um einen gesunden, schönen Körper geht, ist die Küche die Nummer 1. Warum? 7 Tage pro Woche, 3 Mahlzeiten am Tag. 21 Mal die Möglichkeit, was richtig falsch zu machen. Hier sind wir, in der Küche. So, jetzt kommen wir zu den Zahlen und zu den Fakten in Form von, wie mache ich es, wie stelle ich um, wie schaffe ich es, mich gesund auf Dauer stressfrei zu ernähren. Das bedeutet, welche Faktoren muss ich berücksichtigen. Da gibt es eine tolle Zahl. Die liebe ich, denn alle guten Dinge sind, Sie haben es erraten, die Zahl 3. Nein, kein Sport, sondern 3 Mahlzeiten am Tag. 3 geregelte Mahlzeiten am Tag. Wichtig, Sie sollten sich angewöhnen, 7 Tage pro Woche 3 geregelte Mahlzeiten pro Tag zu essen. Am allerbesten ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen. Das Frühstück innerhalb der ersten Stunde bis 1,5 Stunden nach dem Aufstehen, 4 bis 5 Stunden später das Mittagessen und 4 bis 5 Stunden später das Abendessen. 3 regelmäßige Mahlzeiten. Warum? Weil der Körper sich freut, weil der Körper weiß, dass sie ihm genügend Nährstoffe zuführen, weil er weiß, er darf leben, er darf arbeiten. Es ist keine Eiszeit, er muss nicht verhungern. Das war jetzt schon die Überleitung. Zum Thema, essen Sie regelmäßig zu regelmäßigen Zeiten, weil dein Körper es Ihnen dankt, weil Ihr Stoffwechsel sagt Hurra, weil Ihr Körper weiß, es kommt was, weil Ihr Körper energetisch nicht sparen muss. Er darf energetisch arbeiten, er darf Energie verschwenden, wenn er welche bekommt. 3 Mahlzeiten am Tag zu regelmäßig gleichen Zeiten hat nur Vorteile, hat definitiv keine Nachteile. Deswegen wäre es schön, wenn Sie, wenn du in Zukunft 3 geregelte Mahlzeiten pro Tag
zuführen würdest. Drei Mahlzeiten. Jetzt kommt noch ein Ausdruck, den habe ich geprägt. Soweit wie möglich acht- und bedarfsgerecht, artgerecht heißt, wir sollten uns so ernähren, dass wir gesund bleiben. Artgerecht. Wir verlangen von unseren Tieren, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Aber wir Menschen, wir erhalten uns nicht artgerecht. Wir verhalten uns überhaupt nicht artgerecht. Weil wir viele Sachen essen, die in der Natur so nicht vorkommen. Somit sind sie nicht artgerecht. Weil wir oftmals auch nicht bedarfsgerecht essen. Wir essen einfach viel zu viel, vielleicht sogar noch viel zu viel in der falschen Tageszeit. Oder andersrum, wir essen viel zu wenig, wir lassen das Frühstück ausfallen. Wir arbeiten mittags hektisch und essen mittags nur ganz schnell was in Form von Vorbeilaufen, reinschieben, Salamibrötchen, weißes Brötchen, Käse, Butter drauf. Und abends haben wir die größte Mahlzeit. Wir essen abends einfach viel zu viel, aber energetisch ist der Stoffwechsel schon in den Knien. Deswegen von mir einen guten Tipp, das hat sich bei mir in den letzten 30 Jahren Ernährungsberatung immer wieder herausgestellt, dass es ganz klare Vorteile hat. Frühstücken wie ein gesunder Kaiser, Mittagessen wie ein gesunder König und Abendessen wie ein gesunder Bettler. Das bedeutet, sparen Sie morgen nicht, weil Frühstück ist eine präventive Maßnahme gegen, wer macht den Satz fertig von Ihnen? Ich weiß, Sie wissen nicht, was Sie von Ihnen wollen. Präventive Maßnahme gegen Heißhungerattacken. Eine präventive Maßnahme gegen das berühmte 10 Uhr Frühstückchen. Präventive Maßnahme gegen das 9.30 Uhr Loch. Den Unterzucker, die Unzurechnungsfähigkeit zwischen 9 und 10 Uhr, wenn man um 6 Uhr aufgestanden ist. Wer um 7 aufgestanden ist, zwischen 10 und 11 Uhr. Weil da sind wir unzurechnungsfähig. Wir würden sicherlich in der Zeit, wenn wir nichts dabei haben, uns nichts vorbereitet haben, was würden wir machen? Genau, wir würden uns mit einem süßen Frühstückchen, mit dem berühmten gesunden Frühstückchen oder zum Bäcker gehen, eine Schneckennudel, ein Croissant, ein Stück Schokolade. Solche Dinge würden wir in der Regel essen. Weil wir Unterzucker haben, weil wir Energie brauchen, weil unser Kopf arbeitet, unser Körper arbeitet. In dem Moment werden wir sicherlich nichts Gesundes suchen. Wir suchen Dinge, die der Körper schnell verfügbar hat, die dem Gehirn schnell Zucker liefern. Und das sind alles Dinge, die sicherlich nicht gesund sind. Deswegen ist Frühstück eine präventive Maßnahme gegen Schandtaten, die wir unserem Körper antun. Warum sollte man eigentlich gleichmäßige Abstände von einer zur anderen Mahlzeit? Das ist das Frühstück, das ist das Mittagessen und das ist das Abendessen. Ganz einfach. Regelmäßige Zeitabstände, zu regelmäßigen Zeiten zu essen, sich mit Nährstoffen zu versorgen, sorgt dafür, dass der Körper agieren kann. Er kann leben, er kann energetisch walten und schalten, wie er gerne möchte. Wenn man dazu noch genügend Zeit lässt, von einer Mahlzeit zur anderen, die Mahlzeiten energetisch gesehen gut bestückt sind, dann haben wir nicht die Zwischenmahlzeitproblematik oder die meisten Menschen Dinge essen, die eben nicht artgerecht sind, die eben nicht gut sind für die Gesundheit und nicht gut sind für die Figur. Regelmäßige Zeitabstände zwischen den einzelnen Mahlzeiten. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, für mich als Ernährungsberater ist es immer wichtig, dass meine Kunden erstmal anfangen, sich genau dieses Muster einzuprägen in Form von regelmäßigem Essen. Es kommt der erste Einwand, den ich jetzt einfach mal in den Raum werfe. Das ist, ja, aber ich habe doch morgens gar keinen Hunger. Ich sehe da schon einige innerlich nicken. Klar, wenn man abends sehr spät ins Bett geht, morgens vorausgeht und natürlich vielleicht nicht ausreichend geschlafen hat, dazu auch noch zu knapp aufgestanden ist, das heißt um 6:45 aufgestanden, um 6:50 muss ich aus dem Haus,
dann werde ich definitiv ein Problem haben, nicht frühstücken zu können. Wenn ich jetzt abends etwas früher ins Bett gehe, Investition in meine Gesundheit, morgens etwas früher aufstehe und, jetzt kommt's, abends sogar noch so schlau war und habe mein Frühstück ein Stück weit vorbereitet, dann kann ich morgens stressfrei frühstücken. Und das ist für mich schon wieder eine Investition in meine gesundheitliche Zukunft. Da wollen wir hin. Warum gesundheitliche Zukunft? Ich rede die ganze Zeit von einer gesundheitlichen Zukunft. Ja, warum denn? In jungen Jahren machen wir uns oft überhaupt keine Gedanken. Wenn wir älter sind, dann sagen wir, ja, um Himmels Willen, warum habe ich nicht schon ein bisschen früher über das Thema Fitness, Bewegung und Ernährung nachgedacht? Jetzt bin ich 55, 60, 65, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Der Lebensluxus lässt nach, meine Mobilität lässt nach. Ich habe gewisse Krankheitsbilder, die wir jetzt hier alle gar nicht aufzählen wollen, die aber nachweislich bekannt sind. Also mir geht es nicht gut. Warum? Weil ich eben nicht frühzeitig in meine gesunde Zukunft investiert habe. In eine gesunde Zukunft zu investieren, dazu ist es nie zu spät. Das kann man heute auch noch machen. Deswegen, ganz wichtig, Strukturaufbau, 3 Mahlzeiten am Tag. Und zum Beispiel, wenn man morgens eben eher da ist, man ist träge müde, dann richtet man sich seine Sachen abends zuvor, so wie ich das auch mache. Ist eine einfache Sache. Ich richte meinen Joghurt, ich richte mein Müsli vor. Das kann man sogar schon mal zusammenwerfen. Ich schneide mein Obst, mache Zitronensaft drüber. In den Kühlschrank, morgens komme ich aus meinem Bett. Auch ich bin morgens manchmal müde. Ich stehe in der Regel zwischen 5:45 und 6:00 auf. Muss aber erst um 7:30 aus dem Haus, manchmal auch um 7:00. So, und dann richte ich meine Sachen zusammen. Beim Reinlaufen in die Küche, Kühlschrank auf, Zeug zusammen. Auf den Tisch. 1. Oder ich habe am Abend gerichtet mein Omelett. Ich habe mein Gemüse geschnitten. Ich habe meine Eier zubereitet an einem Shaker. Ich habe mein Lauch geschnitten. Ich habe meine Kräuter bereitgelegt. Alles im Kühlschrank nur noch aufmachen. Herd an, Pfanne drauf, das Zeug rein. 10 Minuten später, 8 bis 10 Minuten, habe ich ein perfektes Omelett. Das Gleiche ist natürlich, ich kann natürlich auch Brote morgens essen, das ist easy, muss aber halt alles schon mal da haben. Ich richte mir sogar meinen Teller hin, meine Teetasse, ist alles schon vorgerichtet, ich brauche morgens keinen Stress. Aber ich möchte morgens essen, weil ich gerne in meine gesunde Zukunft investiere. So, das wäre es mal zum Thema Frühstück. Dann kommt das Thema Mittagessen. Da gibt es natürlich auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich aus dem Haus gehen und kann sagen, okay, irgendjemand wird schon richten. Vielleicht mein Geldbeutel, dass ich jeden Mittag irgendwo hingehe zu essen. Wenn jemand eine Kantine dabei hat, eine gute Kantine dabei hat, kann man gerne eine Kantine essen. Da kann man euch auch gewisse Dinge aussuchen. Aber ich kann genauso auch hier wieder sagen, ich investiere sehr, sehr gerne in meine gesunde Zukunft. Indem ich abends vielleicht mit meiner Frau den Deal habe, durchbringe jeden Tag 2 Mal den Müll runter. Das ist meine Arbeit. Könntest du mir, wenn du kochst, einfach ein bisschen mehr Nudeln mitmachen, ein bisschen mehr Fleisch mitmachen, ein bisschen mehr Gemüse, das könntest du bitte machen, oder Reis, oder Ebli, gibt es ganz verschiedene Sachen. So, und dann mache ich mir einen Nudelsalat, Kartoffelsalat, Reissalat mit Gemüse, mit Tofu, mit Fleisch, gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Richte den abends und stelle den in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen nehme ich ihn raus, in meine Essenstasche rein, nehme ihn mit, nehme dazu noch eine Flasche Wasser mit, nehme dazu noch einen Apfel mit, eine Banane mit und ich habe schon wieder in meine gesundheitliche Zukunft investiert. Oder wenn ich in der Kantine esse, kann man eigentlich genauso machen. Sie können auch in der Kantine essen. Da gibt es sicherlich heute schon gute Möglichkeiten. Ist eigentlich abhängig von der Kantine. Und da kann man sich noch gewisse Dinge aussuchen. Und da sollte man einfach ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, was man ist. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. So, und dann kommen wir abends nach Hause. Wir haben gefrühstückt. Wir haben ein gutes Mittagessen gehabt und vor allem wir wussten, was wir essen. Wir wussten vornherein schon, was wir essen, weil wir das geplant haben. Wir haben gutes Zeitmanagement und dann kommen wir abends nach Hause. In der Regel, wenn das ausfällt, das Frühstück ausfällt und wenn das Mittagessen in der Hektik was Ungesundes gegessen wird, vielleicht sogar noch ein schönes, dickes Eis danach,
nichts Besonderes, dann kommen wir abends nach Hause. Wir kommen nach Hause, wir haben 8, 9 Stunden, 10 Stunden hinter uns, wir haben noch eine andere Abfahrtszeit, das heißt, wir haben 10 Stunden, kommen wir nach Hause. So, jetzt setzen wir uns hin und stellen fest, mir fehlt das Frühstück, Mittagessen stellen wir nicht fest, sondern unser Geist stellt das fest. Und jetzt haben wir Kohldampf. Jetzt haben wir richtig Hunger und Kohldampf. Was tun wir? Was werden wir tun? Wir werden sicherlich nicht das gesunde Vollkornbrot rausholen, ein schönes Pumpernickel mit ganz wenig Frischkäse drauf und machen uns da eine schöne Scheibe gekochten Chicken drauf, Hähnchenschicken oder eine magere Scheibe an Käse drauf, Tomatenbrot. Nein, machen wir nicht. Sondern wir essen eine Pizza vielleicht oder sonst irgendwas, was rumliegt. So, und dann stellen wir fest, wir haben immer noch Hunger. Wir hatten so viel Hunger, weil uns das Frühstück, das Anständige fehlt und weil es ein gutes Mittagessen fehlt. Und was passiert? Wir essen einfach sehr, sehr, sehr große Mengen, bis wir satt sind. Wir belohnen uns. Wir belohnen uns, dass wir heute so fleißig waren, so fleißig gearbeitet, guten Erfolg im Geschäft gehabt haben. Was machen wir? Wir essen abends. Abends essen wir die größten Mahlzeiten. Hauptsächlich. Aber was ist abends? Was ist abends? Abends. So, abends. So, abends gibt es einen Fernseher. So, setzen wir uns davor. Und dann fällt uns auch ein, nach einer gewissen Zeit, fällt uns ein, ja klar, ich müsste jetzt noch was essen. Wenn mir fehlt ja noch vom fehlenden Frühstück, vom fehlenden Mittagessen, fehlt mir natürlich noch ein bisschen was. Also, vor dem Fernseher wird was genascht. Somit führen wir alles, oder die hauptsächliche Energie, die wir zuführen, die wird abends im abendlichen Bereich zugeführt. Aber nach dem Abend, also wenn wir um 20.21 Uhr, 20.30 Uhr am Fernseher sitzen, bewegen wir uns noch? Nein, machen wir nicht. Das heißt, wir führen dann noch Energie zu, wenn wir es am wenigsten brauchen. Wenn wir morgens frühstücken, haben wir noch den gesamten Tag vor uns energetisch. Das heißt, das, was wir da essen, auch an einem Energielieferanten, das wird auch verbraucht in der Regel. Wenn es nicht zu viel war, wenn es bedarfsgerecht war. Das Essen im Mittagessen, das Volumen, das Essen im Mittagessen, wenn es gesund war, wenn es passt, das verbrauchen wir zwischen 12 und 1 bis abends um 18 Uhr, weil wir Aktionsradius haben. Wir bewegen uns ein Stück weit, wir denken, unser Körper braucht Energie. Aber abends um 20 Uhr, was machen wir denn energetisch? Ja, wir könnten noch was machen, aber das machen wir nicht. In der Regel sind wir im Ruhezustand. Und im Ruhezustand verbraucht der Körper ganz wenig Energie. Das heißt, wir gehen her schlafen mit viel Energie im Blut. Was macht der Körper? Der Körper sagt, ja, so viel Energie im Blut kann ich nicht brauchen. Aber meine Fettzellen, ja, die können es gut gebrauchen. Weil am nächsten Morgen gibt es ja vielleicht nichts zum Frühstücken. Dann muss ich energetisch bis mittags mindestens haushalten. Also füttere ich meine Fettzellen, die da sind, die mache ich ein bisschen größer und hoffe, dass mein Körper am nächsten Tag so schlau ist und die Fettzellen abbaut. Macht er nicht. Und was passiert? Durch so ein Essverhalten ist sogar so, dass viele energetisch sogar in dem Bereich sind, dass sie nicht zu viel gegessen haben. Vielleicht sogar manche viel zu wenig gibt es auch. Und trotzdem sind wir weltweit die Nummer 4 aller Übergewichtigen. Und trotzdem steigt pro Jahr die Diabetikeranzahl in Deutschland um 5%. 55% aller Deutschen sind übergewichtig. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Wie schaffen wir es, dass wir aus diesem Dilemma rauskommen? Finde ich eigentlich relativ einfach. Wir investieren 21 Mal pro Woche in unsere Zukunft. Das ist die eine Geschichte mit der gesamten Nährstoffzufuhr, wie war es so. Wichtig noch, wie ich vorher schon mal gezeigt habe, wir sollten mit Dingen, mit Luxusgütern wie Alkohol, wie Süßigkeiten, sollten wir dosiert umgehen. Warum? Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend gab es von der Firma Milka, glaube ich, heißt die, oder? Milka, gab es eine oder zwei verschiedene Sorten Schokolade. Heute gehen wir in den Supermarkt und sehen da reihenweise Schokolade, Gummibärchen, Chips, alles möglich in 10-15-facher Ausführung.
Es gibt nicht fünf verschiedene Eis, es gibt 50 verschiedene Eis. Und die Werbung dazu, immer passend, schön zur Mittagszeit, schön zur Abendszeit. Dann, wenn wir Hunger haben, warum die Industrie weiß, warum. Dann immer schön mit Zucker gepanscht, das Ganze. Ob es Soßen sind, ob es Fertigpackungen sind, ist immer schön Zucker drin. Warum? Weil es süchtig macht. Ja, raus aus diesem Dilemma. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Drei Investitionen am Tag, 7x3, 21 Mal die Woche. Investieren in die Gesundheit. Das wäre meine Bitte. Kommen wir mal zum Trinken. Ein großer Anteil der Menschen führt ihre Energie über gesüßte Getränke zu. Cola, Fanta, Sprite, Alkoholpops. Da gibt es so viele Sachen. Fruchtsaftgetränke mit 50% Fruchtsaft drin. Trinken wir 2 Liter Apfelsaft schon am Tag, ist das, wie wenn wir 15, 16 Äpfel essen würden. Kein Mensch isst so viel Äpfel, aber wir trinken es als Konzentrat. Die Thematik Cola und Co., Alkohol und Co., Bier und Co., das sind alles Energielieferanten, hochkonzentriert in flüssiger Form. Wenn Sie essen, muss man kauen dabei. Wenn man trinkt, muss man nur schlucken. Das heißt, es ist direkt runter. Man bekommt direkt netto Energie, ohne was dafür zu tun. Auch hier können wir, wenn wir möchten, viel umbauen. Das heißt, wir können ganz einfach die Fruchtsaftschorle verdünnen. Das heißt, wir nehmen nur noch 10% Fruchtsaft. Wir versuchen alles, was in Form von hochkonzentrierten energetischen Getränken, das versuchen wir so weit wie möglich zu eliminieren. Warum? Der Körper besteht nicht aus Cola. Der Körper besteht auch nicht aus Wein, aus Bier. Auch nicht aus Kaffee. Der Körper besteht aus Wasser. Aus H2O, und zwar zwischen 60-70% besteht aus Wasser. Also möchte unser Körper nicht auch Wasser haben. Das versuchen wir eben umzustellen, so weit wie möglich auf ein gutes Mineralwasser. Da muss man mal kurz drauf drücken, weil hier zeigt mir den nächsten Termin an, der gleich kommt, zur Ernährungsberatung, zur Trainingsberatung. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und ein bisschen durcheinander. Dieses Knöpfchen hat mich jetzt durcheinander gemacht, aber ich bin gleich gleich wieder einen Faden gefunden. Ja, wir haben immer wieder die Möglichkeit, in unsere Zukunft zu investieren. Das liebe Thema Essen. Warum tut eigentlich das Thema Essen bei so vielen Menschen weh? Wissen Sie das? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ich kann es euch sagen. Tief im Innersten des Menschlichen ist es programmiert, Essen ist wichtig, Essen ist Genuss, Essen sorgt für Überleben. Gibt natürlich immer einen schönen Hormonausstoß im Gehirn, vor allem dann, wenn wir Süßes essen, wenn wir sehr fett und sehr zucker- und kohlenhydratlastig essen, gibt es natürlich einen ordentlichen Schub im Körper an Wohlbefinden. Und deswegen fällt es vielen Menschen schwer, ihre Ernährung umzustrukturieren Richtung gesunde Ernährung. Es fängt schon damit an, dass die Geschmacksnerven natürlich industrialisiert sind. Wenn Sie was kaufen, was fertig ist, wenn Sie irgendwo hingehen zum Essen, wenn Sie Fastfood kaufen, dann ist es immer ein gewisses Geschmackserlebnis. Und dieses Geschmackserlebnis ist eine Kombination aus den Inhaltsstoffen, die da verarbeitet werden, in Kombination mit Zucker. Mit einfachen Zuckerarten. Warum? Weil es kostet relativ wenig und somit führt man immer da Konservierungsstoffe, Geschmacksstoffe in einer gewissen Struktur zusammen und das ergibt natürlich ein Geschmackserlebnis und somit sind wir immer wieder tendiert, in die Richtung zu gehen, Dinge zu essen, die wir nicht essen sollten. Industrialisierte Sachen. Und da heißt es am Anfang auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, weil wir müssen erstmal unsere Geschmacksnerven entindustrialisieren, runterfahren. So, die Zunge und das Gehirn bewerten immer nach dem Süßesten, nach dem Sauersten, nach dem Würzigsten, was wir gegessen haben davor, sagt er natürlich, das ist angenehm, das ist weniger angenehm. Nach ein paar Wochen, wenn wir wieder sehr natürlich und sehr gesund gegessen haben, geht dieser Level wieder zurück. Das heißt, unsere Zunge wird sensibler, unsere Geschmacksnerven werden sensibler, unsere Geruchsnerven und unser Gehirn wird neutralisiert, was diese Stoffe anbetrifft. Und somit schmecken auf einmal wieder Dinge, die früher nicht geschmeckt haben.
Das erlebe ich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr in meinen Beratungen. Menschen, die kommen und sagen, ich mag kein Gemüse, ich mag kein Obst, ich mag das nicht, ich mag das nicht, das nicht. Nach einer gewissen Zeit, umstrukturiert, entsteht wieder ein gesunder Hunger. Und Gemüse schmeckt. Naturalsachen schmecken. Vollkornbrot schmeckt. Vollkornnudeln schmecken. Kartoffeln schmecken. Nach einer gewissen Zeit. Und da müssen wir hinkommen. Das ist meine Aufgabe, die ich mir jeden Tag setze, Menschen davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, sich gesund auf Dauer zu ernähren. In die gesundheitliche Zukunft zu investieren. Das ist meine Arbeit. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar Beispielen, wie man eigentlich am besten Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zum Frühstück Omelette, was ich schon erwähnt habe. Zum Frühstück schöne belegte Vollkornbrote, ein Müsli, Magerjoghurt, Magerquark, mit frischem Obst reingeschnitten. Gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Mittagessen, wie ich es erwähnt habe, Kartoffelsalat, Reissalat, Nudelsalat, kann man alles mitnehmen. Man kann natürlich auch in die Kantine gehen, kann gucken, was gibt es da. Oh, da gibt es heute lecker Fisch ohne Panade. Da gibt es ein gutes Gemüsesalat. Oh, da gibt es heute Wildreis, Vollkornreis, Vollkornnudeln. Es gibt Kartoffeln, die nicht in Fett gebraten sind. Schöne kleine Portion. Bedarfsgerecht. Ich sitze den ganzen Tag, also keine riesen Portion. Nicht noch ein Nachtisch noch dazu, noch ein Eis dazu. Ich verbrauche sowieso nicht. Abends gibt es so tolle Sachen, Tomatenmozzarella, zig verschiedene Salatvarianten mit einem schönen Fleisch dazu, mit Tofu, Bio-Tofu angebraten. Es gibt, kann man Eieromelette abends machen, da gibt es zig verschiedene mit Frischkäse drin, mit Lauch, mit Zwiebeln, mit Paprika, mit Karottenschnipfel, da gibt es so viele Dinge, tolle Dinge. Ein schönes Steak mit einem Salat dazu. Bohnen zum Beispiel.